So, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu FIFA 18. Ich bin der Franconia und ich habe mich schon wieder nicht versprochen. Ey, was ist denn momentan los? Ich sage momentan voll oft FIFA 18. Ey. Ach, bin ich gar nicht gewohnt von mir. So, wir machen weiter. Werden ein bisschen trainieren, Bredlo. Ja, weil wir es können, ey, weil wir es können. So, Bredlo. Ja, Mann, Acosta, lassen wir nochmal fett ran. Hier, an die... Ne? So, ihn lassen wir nochmal. Jo, kennst dich aus. Und... mach mal ihn hier. Machen wir mal noch ihn. Und ich habe gerade über Twitter... habe ich noch mal eine Info bekommen. Es sind zwar keine defensiven Spieler, ich suche eigentlich nur defensive Spieler für die kommende Saison, aber es gibt zwei Spieler, die ablösefrei wären dann jetzt zur kommenden Saison. Wir haben jetzt März, also es ist nicht mehr lang, heute ist die letzte Möglichkeit, den Kader des Neuseelands für die kommende, ja, machen wir doch mal, kennt sich einer aus, keine Ahnung. Alle Mächte haben ja alle 80er, Raid, alle 80 wurden der... Boah, fuck sie mir scheiße, ne? So, wir werden den mal raushauen. Und dafür ihn rein. Das ist der Nationalkader, Alter, willst du mich verarschen? Haben wir nichts Besseres hier? da habe ich mir was angelacht. Da habe ich mir was angelacht. Aber sehr geil. Ich werde auch linker Flügel 55, rechter Flügel. Haben wir noch einen linken Flügel? So haben wir keine linken Flügel mehr, ihr Säcke. So, wen haben wir denn noch? Rechter Flügel. Na, wen haben wir noch? 68, ne? Rechte Flügel. Linke Verteidigung, rechte Verteidigung. Linke Verteidigung, das ist auch nicht besser, ne? Innenverteidigung, Alter, haben hier Dinge beieinander. Okay, wir lassen es mal so. Suchen, wen willst du suchen? Ich kenne keine Sau von Neuseeland. So, wird lustig. Und wir werden es auf Weltklasse spielen. Wie gesagt, ich habe mir ja vorgenommen, beziehungsweise ich habe ja gesagt, dass ich das eher als Training sehe. Und wir werden auf Weltklasse spielen, weil wir doch recht gut beieinander sind eigentlich. So fürs Nationalteam abgestellte Spieler. So. Rudi Gislason ist der einzige Nationalspieler, das ist aber schade. Okay, weißt du was? Dann gehen wir mal. Alter, weißt du was? Wir probieren es jetzt mal. Spieler suchen. Wir probieren es jetzt mal. Denn die kommen ablösefrei oder werden ablösefrei. Ich schaue mal, ob ich sie vielleicht irgendwie defensiv irgendwie reinbringen kann. So, Hermann, Patrick Hermann, welcher rechtes Mittelfeld? Ist Patrick Hermann schon 27? Der ist kürzlich von Gladbach gekommen. Du hast schon Patrick Hermann gesagt, oder? Du Lump. So, warte mal. Warte mal. Patrick Hermann, ja, Mann, der ist auch nicht. Du hast gerade geschrieben, Lars Bender ist ZDM Innenverteidigung, wenn auch in der ersten zwei Saison zu kriegen. Also kein Stress, jetzt mich verarschen, ey. So. Ja, jetzt habe ich es schon gesagt. Ja, den werden wir uns definitiv nicht holen können. Dann machen wir mal Ben, nein. Ja, welcher Lars Bender? Meinst du den, oder? Von Fortuna Köln.
Jetzt dürfen wir den Scheiß nochmal machen, oder? Oh Mann. Okay, kleiner Augenblick, wir machen es gleich. So gleich schnell rum, da, Ben. Da. So, ZDM, Last Bender. Alles klar, 21 Millionen. Ich werde ihn mir mal vermerken, Last Bender. Mal schauen. Aber jetzt pass auf. Ich halte nämlich von diesen Spielern sehr, sehr viel. Muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefallen die total. So. Sokrates, Alter. Sokrates ist schon fett, ne? Muss ich sagen. Obwohl viele eigentlich nicht viel von ihm halten. Ne? Und machen wir die Griechenland-Connection noch perfekt. Papadopoulos, Alter. Ich finde den so geil. So, fuck. Kürzlich für 18 Millionen. Ah, schade. Okay, kann ich die leider nicht holen? Okay. Ja. Ist halt so, soll das nicht sein. Machen wir weiter ganz einfach. Machen wir ganz einfach weiter. Heute gegen Darmstadt 98. Ja, so passt es soweit. Ach, ich Idiot. Ich hätte mal einen anderen noch ranlassen können. Ne? Was macht er jetzt? Okay, das muss ich machen. Ja, und nun? Alter! Oh! Willst du mich verarschen? Yo! Zipfelklatscher, du. Alter! Komm her! Fuck! Scheiße! Ah, und dann trifft er nicht, der Trottel! Ich glaube, der hat mal in Fett gespielt. So, Lars, German Chris, Alter, was ist mit euch kaputt? Und dann trifft er nicht, und dann trifft er nicht. Ui! Alter, übertreiben kannst du auch, oder? Trottel. Was, Schiri? Flachpfeife. Nein! Wird es halt noch was, oder? Ach, und dann hauen die alle. Wieso krieg ich keine Punkte, wenn der Trottel daneben schießt? Das frage ich mich. Nein! Ja, FIFA, ey, leck mich ohne Witz. Wow. Ja, Kommissar, wo steht's? So, Heimspielzeit gegen Arminia Bielefeld, haben wir ja in der letzten Folge gespielt. Gegen Darmstadt 98, liebe Fußballfreunde. Gegen Darmstadt 98. Alter, der schaut aus wie der Ding, ne? Aber wie heißt der nochmal? Der Wagner. Hoffenheim. So, 27. Spieltag, Darmstadt 98 gegen den 1. FC Nürnberg. Auf geht's, Klubberer! Packen wir's! Gislason. Vertändel die Kugel. Darmstadt hat ja auch wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ui. Was? Was denn? Alter, das war ein Pressschlag. Du Pressack. Wirklich, wo? Das war Pressschlag, Arschloch. So, Ecke gibt's. Freistoß gibt's. Für die Veilchen, für die Lilien. Für die Veilchen, ja. Veilchen, bis da, Veilchen. So, Obacht, gefährliche Situation. Fünfte Spielminute. Freistoß.
Holland oder Kempe. Kempe, Holland. Holland schießt, ui. Was für eine Variante, Schuss. Aber dann doch weit drüber. Und es gibt Abstoß für den ersten FC Nürnberg. Jo, Etzler, Tor, 1-0, yes, Tor, Nürnberg führt, siebte Minute. Und Cedric Deucher trifft. Und schön die Eckfahne zwischen die Eier, jawohl, das ist ein Mann. Alter. Yes, 1-0 für den Club. Sehr schön, Cedric Deucher hat auch gut herausgespielt. Und jetzt müssen die Darmstädter halt kommen, ne? 1-0 für den 1. FC Nürnberg. Siebte Spielminute, Cedric Deucher. Jetzt skandieren sie alle schon wieder Sieg. Alter, Vorsicht! Ui, Junge. Ja, die machen nochmal ernst hier. Die machen tatsächlich nochmal ernst. Ist ja noch nicht viel gespielt, Freunde. Es ist noch alles offen. 10. Spielminute haben wir erst. So, Kempe. Ex-Klubberer. McLaren. Vorsicht. Kein Abseits. Oh, Bredlo. Ja, Junge. Junge, kommt. Peitscht die Jungs nach vorne. Sehr schön, Alter, wer war das? Großkreuz, ne? Und dann Bredlo dazwischen mit dem Haxen. So, jetzt hat er Obacht geben. Eckball, 13. Spielminute. Vorsicht! Ui! Sehr schön, Valentini, Enrico Valentini. Ja! Nein! Jetzt hat er Obacht geben. Sehr schön dazwischen. Junge, yo! Yo! Ishak! Nein! Ah, Ishak momentan auch ein bisschen unglücklich, ne, muss ich sagen. Obacht! Vorsicht! Ah, ungefährlich dann doch. Bin ich gut mitgelaufen. Abschluss für den Club Bredlo. Markreiter, Valentini. Vorden. Jo, sehr schön. Gislason mit der Flanke. Vorden. Nein, nix. War das Vorden? Das war Ishak. Haha, nix der Vorden. Glaube ich bin. Ishak war's. Schon einschussbereit. Steht aber weiterhin jetzt aktuell nur 0-0. Sehr schön. Ah, kam wieder nicht durch. Die Darmstädter probieren es nochmal. Obacht! Uiuiui! Nächste gute Möglichkeit für Darmstadt 98. So, Valentin, erstmal Seitenwechsel auf Leibold. Ja, sehr schön, Cedric Deuchert ist durch. Deuchert! Nächste gute Möglichkeit, 29. Das hätte schon die Vorentscheidung sein können. Aber Deuchert bleibt nicht eiskalt. Nein, das bleibt der Torhüter. Eieiei, Ecke, Kevin Möwald, tritt rein, Kopfball, wieder nix. Nu, jetzt flackt er durch am Boden. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres. Cedric Teuchert geht raus und Wang Hichan kommt rein. Und dann fällt er ganz blöd aufs Knie, der Sulu. Dann fällt er ganz blöd auf das Knie von Cedric Deuchert und Wang Hichan kommt jetzt rein.
Eieiei, ist es bitte. Cedric Teuchert, oh, der schaut, oh Gott, das wird wieder Monate ausfallen. Da wird er wieder Monate ausfallen, hat er gemeint. Das ist bitter, ein bitterer Schlag für den ersten FC Nürnberg, Fragezeichen. Noch müssen wir aber auf die medizinische Abteilung warten. Was die sagen, was das für eine Diagnose wird, das erfahren wir dann. Vermutlich dann in der morgigen Folge. Huang Hee-chan. Ja! Ja! Oh, Junge! Riesenmöglichkeit wieder für den ersten FC Nürnberg. Sehr schön. Jetzt hat er wieder aber gefoult und jetzt gibt es endlich mal auch Freistoß. Dann wird es vielleicht auch noch eine gelbe Karte hinterher geben. Gibt es nicht. Es gibt Freistoß. Kevin Möwald tritt rein. Jo, und da kriegt er die Kugel, ne? Alles klar, FIFA. Alles klar, FIFA. Und ich lasse mich auch noch so von dem verarschen. Von dem Penner, ey. Sehr schön. Jo. 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 Ishak. Jetzler Ishak. Tor 2-0. 39. Nicole Ishak. Treffer für die Klubberer. Klasse Konterschuss. Klasse Konter gespielt. 2-0 für die Klubberer. Yes. Die Menge tobt. Kommentator dreht auch, hol hier nochmal schön, dann nimmt er den hervorragend mit. Und dann Ishak, endlich trifft der Junge mal wieder. Gut für Selbstvertrauen. Yes! 13. des Saisonor, Michael Ishak. Treffer für die Klubberer. Und dann geht er ins Haus, dann geht er ins Haus, Freunde. Zu verarschen? Jo, was ist denn jetzt hier los hier? Alter! Jetzt erlaube hier mal! Oben! Ja! Ja! Nein! Gislason gewinnt den Kopfball, sehr schön! Jo, gut, Valentino, Enrique, Valentino, Valentini natürlich. Sehr schön, kein Abseits, Forten, 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 Schuss, Tor, 3-0, 3-0. Ja, Michael Ishak mit seiner, oder? Nein, Huang Hee-chan, darf ich vorstellen, der dritte Stürmerknips. Hier, schau mal her, Forten, Forten, Alter, geht er da durch, Huang Hee-chan ins kurze Eck. Da kennt der Junge mal nix. Huang Hee-chan ins kurze Eck. Tortreffer für die Klubberer. 3-0. Das ist doch schon, das muss doch schon mehr als die Vorentscheidung sein hier, liebe Fußballfreunde. 3-0. Huang Hee-chan, dritte Bude. So haben jetzt alle Treffer, alle Stürmer getroffen. Alle Treffer gestürmt, ja. So, nochmal Ishak. Halbzeit 0-3 aus Darmstädter Sicht. Auch verdient, denn wir waren besser. Wir waren eindeutig besser, Freunde. Wir waren eindeutig besser. So, zweite Halbzeit. Wir machen da gleich hier kurz einen Prozess. Also, wir haben auch schon fast 20 Minuten. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht jetzt? Stimmt, wir haben ja nach Spieler gesucht nochmal. Ja, okay. Obacht! McLaren macht den Anschlusstreffer, 1-3. Aus dem Nichts, Alter, und dann aus so ein Düsseldorf, verstehst. Alter, zieht er einfach drauf, ne? Hat er irgendwas vom Wagner, ne? Sandro Wagner. So, die Klubberer sind aber nicht betrübt. Ui. Ich hoffe, das wird keine Zitterparty. Ich hoffe, das wird keine Zitterpartie noch werden zum Schluss hin. So, Darmstadt probiert es jetzt mal über Steinhöfer.
Sehr schön dazwischen, Junge! Gibt Einwurf. Obacht. Jo, nein! Sehr schön, jo! Ja, nein! Obacht! Das habe ich gewusst, dass er das möchte. Das hat er gewusst, dass er das möchte! Sehr schön! Leibolstim! Etzettler! Ja! Kein Abseits! Kein Abseits! One Hit Chan! One Hit Chan! Junge! Zirkeln doch! So, Julian von Hacke dicht! Geht raus! Kommt rein und Marvin Helme oder Helm! Geht raus. Ach, Riesenmöglichkeit zum 4:1. Wenn sich mal das nicht recht. So, die Darmstädter kommen, wollte ich gerade sagen. Sehr schön. Ah. Obacht. Sehr schön, jo. Darf ich vorstellen? Hang Wei Chan, der Südkoreaner, mach's jetzt besser, der macht's besser, Tor! 4-1! 4-1! Hang Wei Chan! Ja! 4:1! Tor in Nürnberg! 62. Wang Wei Chan! Und genau, liebe Fußballfreunde, genau so hatte er es gewollt. Reinzirkeln, was er halt am besten kann. Und wie locker, wie im Training macht er das Ding rein. Treffer für die Klubberer, Huang. Hang Wei Chan, was ich schon selber nicht mehr. Fettes Tor, yes, Junge. Sauber. Der trifft und trifft, wie er will. Ja, ich glaube, das ist die Entscheidung gewesen, liebe Fußballfreunde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der 1. FC Nürnberg sich noch diese Butter vom Brot nehmen lässt. Obacht! Jo, Leibold! Zieht durch! Huang! Ah! Schade. Jo. Ja, gibt Einwurf für die Darmstädter. So kann ich eigentlich auswechseln. Wilson Kamavuaka. Schickstes, den habe ich auch noch vergessen. So, Halle, all den Top geht. Obacht! Boah! Jo, Kerk, Junge! Wang! Sehr schöner... Ach! Ah, bitte! So. Jo! Da war er wieder, der Möwalds Kevin. Von ihm heute auch nicht wenig zu sehen, irgendwie. So für den Kerk, mal in meinen Timo Werner rein. Und den Möwe haben wir auch mal raus. Dafür mal den Fuchs rein, der alte Fuchs, du. Ja, Möwald, weil, ein bisschen. Pause ihm auch gönnen, ein bisschen, ne? Spielt er eigentlich ununterbrochen immer. So, Etzeler, Junge, sehr schön! Ja! Jo!
Jo, abfälscht, abfälscht. Hui. So, Freunde. Oder liegt sich an hier, legst die nieder, du. Kembe, sehr schön, erst einmal geklärt hier, sehr schön. Nein! Wieder Lumper der Fehlpass. Wieder ein Lumper der Fehlpass. Na, und wieder Fehlpass. Wang He Chang kommt nicht hin. Hui. Ja, Spiel plätschert jetzt doch ein bisschen so vor sich hin. Die letzten 10 Minuten. Oh, klein Problem für den Bredlo, Junge. So, jetzt kommt der Werner, der Fuchs. Vorsicht! Sehr schön. Sehr schön. Vorden. Obacht, Vorsicht, wird nochmal abgefälscht. Gibt nochmal Ecke, aber dann wird es dann auch, denke ich mal. Ich meine, es gibt keinen großartigen Grund, irgendwie Mords nachzuspielen. So, Tobias Werner. Bleibt hängen. Kembe. Vorsicht, Vorsicht! Eieiei, und dann ist es aus, Nürnberg gewinnt mit 4:1. Eieiei, und dann bin ich jetzt doch wirklich gespannt, wie es da morgen ausschaut. Beziehungsweise in der nächsten Folge, da spielen wir ja gegen, oder mit Neuseeland. Dann nochmal auf Weltklasse, ne? Ein bisschen mal so trainieren, dass ich das auch mal hier irgendwie auf die Reihe bringe, denn wir spielen doch schon ganz, ganz gut. Machen doch eine ganz, ganz gute Saison eigentlich auf Profi. Und deswegen, ja, mit Neuseeland ist ein bisschen Test, ein bisschen testen, dass wir da auch ein bisschen klarkommen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge FIFA 18. Euer Franconia, Servusle.